Wo ist eigentlich Bell? Ich bin daheim und bade meinen Fleischerhaken. Während mein Vater mich von der Seite schlägt. Oh nein! Ich habe keine Ahnung, wie wir die... Oh Gott, einfach abwechselnd. Ja, wer sich in sein Schicksal fügt, wird fortbestehen. Wer sich ihm widersetzt, wird vergehen. Der Tugend folgt der Belohnung. Den Laster, die Strafe. Was ist alles wissen, wenn ihr Fahren fehlt? Wer einen Fehler begeht und ihn nicht behebt, begeht einen weiteren Fehler. Die Noblen leiden die Gerechtigkeit, die Niederen die Habgier. So wie am Himmel nur eine Sonne steht, so regiert nur ein König das Volk. Oh nein. Oh nein, ich weiß, was jetzt kommt. Was? Als dann. Wir werden nicht zulassen, dass unserem König etwas zustößt. Jetzt komm doch. Nein. Doch. N mag, ob des Scheiterns des Plans von Gezis vielleicht verzagen. Wir sechs. Mhm. Weiter. Werden dich jedoch hier und jetzt zur Strecke bringen. Die wollen mich knallhart töten. Ich glaube, es ist Arty. Oh nein, das sind die Arena-Leiter. Oh ja. Ach ja, und ihr glaubt wirklich, dass euch dabei Erfolg beschieden sein wird? Ich glaube einfach mal, es ist Arty. Und es war Turner. Arty steht hinten dran, ne? Warte mal, Einsatz. Du hast es also wirklich bisher geschafft, Bilbo 2. Du bist doch der Arena-Leiter von Maria City, oder? Ganz recht. Und ich bin nicht allein gekommen. Und da sind sie alle. Ihr könnt einem fast leid tun. Nicht nur, dass wir ohnehin schon stärker sind als ihr, wir sind auch noch in der Überzahl. Ich bin eben mein Freund, dem Knaben. Vermaledeiter Arena-Leiter! Als Arena-Leiter können wir doch nicht einfach die Augen davor verschließen, was die Plasma hier veranstaltet. Ja, ich hoffe nur, du musst reden. Ich will Geraldine nicht reden, bitte nicht. Außerdem hat die kleine Belle uns doch so nett, ich meine die kleine Sonja, uns doch so nett um Hilfe gebeten. Perfekt. Der wusste auch nicht, was er dazu sagen sollte. Oh, Arty, halt auf den Mund. So sieht's aus. Wir haben alles im Griff. Genau, alles im Griff. Warum hab ich... Träger des Lichtsteines, setze deinen Weg fort. Schön, dass ich gerade mich aufmachen wollte, Sandro in all seiner Pracht zu sprechen mit seiner hohen Stimme. Und Sandro sagt einfach nur Punkt. Oh, ich bin sogar richtig gegangen. Gut. Ich glaube, ich muss nämlich nur hoch, oder? Die wollen kämpfen, glaube ich. Ich will aber nicht gegen die kämpfen. Hier, nee. Ist mir eigentlich egal, was die hier wollen. Ich will jetzt nur noch zu Aen und ihm gehöre ich den... Die Leviten lesen. Hier entlang. Okay. Also, das Schattentrio. Nur keine Sorge. Du kannst auch in diesem Schloss deine Pokémon heilen und deinen PC nutzen. Okay, danke. Da! Gönne dein Pokémon-Team als erstes ruhig mal ein kleines Päuschen in diesem Zimmer dort. Der große Aen will schließlich, dass du... bis in die tiefsten Tiefen dieses Schlosses vordringen. Das heißt, wir müssen tatsächlich durch dieses Schloss laufen. Oh, das sind die zwei Weisen. Ich bin die Muse der Liebe. Ich weiß, du bist der Trainer, der in die Stirn bieten will. Ich finde, du hast ja eine kleine Ruhepause verdient. Jetzt sollt ihr wieder bei Kräften, du und dein Pokémon-Team. Wenn Trainer ihre Pokémon in den Kampf schicken, tun sie das niemals in der Absicht, dass diese dabei zu Schaden kommen. Tief in seinem Inneren weiß Aen dies wohl auch. Doch er hat bereits zu lange in der Einsamkeit dieses Schlosses gelebt, als dass man ihm ein solches Eingeständnis entlocken könnte. Wenn Pokémon zu Kämpfen geschickt werden, wollen die Trainer nicht, dass sie zu Schaden kommen, ja. Aber sie kämpfen. Die wollen halt, dass sie das andere Pokémon one-hitten, damit ihr eigenes nicht zu Schaden kommt. Ist doch logisch. Ich bin die Muse des Friedens. Ich spende Aen Ruhe und Gelassenheit. Ding, 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 ding. Sie trommelt ein zweites Knie auch. Von klein auf lebte Aen abseits jeglicher menschlicher Fürsorge. Stattdessen waren es die Pokémon an seiner Seite, die sich um ihn kümmerten.
Getsis hat dafür gesorgt, dass er mit ansehen musste, wie Pokémon von bösen Menschen ausgenutzt, unterdrückt und sogar verletzt wurden. Der sensible N teilt ihren Schmerz und seine Gedanken kreisten irgendwann nur noch um das Wohl der Pokémon. Bald darauf beschloss er, vom Wunsch beseelt, nach seinen Idealen zu streben. Seine Seele war unschuldig, so rein und verdorben. Es gibt nichts, was so schön und fürchterregend zugleich ist wie die Unschuld an sich. Es nützt uns gar nichts. Wo kann man denn hier bitte schon eine PC-Box zu benutzen? Das habe ich mir auch gerade gefragt. Es nützt uns aber absolut nichts. Ich glaube, du musst weiter hoch. Ja, aber ich glaube, hier könnte die PC. Nein. Wir wollen doch nicht gegen die Trainer kämpfen, oder? Ich glaube, uns nutzt es auch nichts, ein neues Pokémon reinzunehmen. Selbst mit DP-Teiler kannst du nicht genug Erfahrungspunkte gewinnen. Wenn der ideale Held ist, werden wir wissen, wenn du mit ihm gekämpft hast. Und wir werden auch wissen, wie sehr du diese Welt, in der Menschen und Pokémon Kurzsystem wirklich beschützen wirst. Wenn wir versagen. Dieser Raum, das ist die Welt, in der N aufgewachsen ist. Was? Mich lässt dieser Raum eher kalt, aber vielleicht ist es bei dir ja anders. Okay, gucken wir mal in sein Kinderzimmer. Im Untergrund ist er vor allen Dingen. Das ist tatsächlich sein Kinderzimmer. Ja. Yeah. Oh, da liegt ein Item. Hyperball. Das ist amazing. Oh. Hui. Das ist... Warum ist er ohne Bett aufgewachsen? Reifen, Skateboard. Vielleicht ist hier hinter irgendwo sein Bett. Komisch. Ganz, ganz komisch. Ich werde der Boden voll verkirre mal mit den Wolken. Jetzt bin ich aber neugierig, was in den ganzen Räumen ist. Wahrscheinlich bin ich an. Bin ich schon an der PC-Box vorbeigelaufen. Wow. It's amazing. Viel lieber wäre es mir gewesen, wenn wir tatsächlich nochmal zum Heilen gekommen wären. Also zum Pokémon Center, wo ich hätte vernünftig einkaufen können. Ich glaube nicht, dass die Trainer einen noch herausfordern. Aber better safe than sorry. Oh ja, nicht, dass uns am Ende noch drei Leute sterben und dann haben wir es noch so. Also irgendwie, ich glaube, ich muss da durch. Kann das sein? Nee, ich glaube, es ist eine Falle. Oh. So ein Effekt. Wow. Das ist auch gerade. Wie uns wegschiebt. Willkommen, Träger des Lichtschweines. Dieses Schloss, das so plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht ist und das die Pokémon-Liga umhüllt, steht als Symbol für die Endveränderung in ein All. Aha. Was war das denn? Der König dieses Schlosses wird von legendären Pokémon begleitet und ist der stärkste Trainer einer. Hölle? stärker noch als der. Weswegen könnte er so ganz kurz seinen Mantel gehoben haben? Er hat halt einen fahren lassen. So. Stärker vielleicht, noch als der. Vielleicht geht er danach K.O. Die Burritos von heute Morgen drücken langsam. Genau, deswegen habe ich gelacht. Aspekalhumor. Tief in seiner Brust schlägt das heiße Verlangen, die Welt zu verbessern. Ich würde mich ja nicht um heiße Verlangen meines Sohnes kümmern, aber nur gut. Nee. Wenn man ihn nicht als Helden bezeichnen kann, wen dann? Nun ist alles vorbereitet. Wir werden die Menschen mühelos von unserem Standpunkt überzeugen. Sogar die Welt, die ich mir, die Team Plasma sich wünscht, endlich Realität werden. Die Pokémon gehorchen nur uns ganz allein und all diese hilflosen Menschen werden uns zu Füßen liegen. Endlich! Lang genug hat es gedauert. All die Zeit der Geheimhaltung, der Angst, der Plan könnte auffliegen. Damit ist Luft vorbei. So, vorwärts! Wir werden jetzt überprüfen, ob du das Zeug zum Helden hast. Okay. Tschüss. Danke, Papa. Ja. Ich glaube, wir sollten mit was Schnellem beginnen. Ich gesagt, oh, das ist random. Ich meine, wir können eher nehmen. Schicken wir mal Kronos rein. Schreibt jetzt solider Start. Ja. Beste Werte, beste Verteidigung. Nee, Zekrom ist sehr unwahrscheinlich, dass das einsetzt. Ich träume von einer Welt, in der es nur noch Pokémon gibt. Ja. Eine Welt, in der die Pokémon vom Joch menschliche Unterdrückung befreit sind und ihre ursprünglichen Kräfte wiedererlangt haben.
Gut so. Der Moment der Entscheidung ist gekommen, ich bin zu allem bereit. Auch wenn meine Pokémon-Freunde dabei verletzt werden, ich glaube fest an meinen Sieg und werde alles dafür tun, ihn herbeizuführen. Ich nehme an, du bist gut gewappnet, immerhin hast du bisher geschafft. Und wenn du siehst, dann komm, zeig mir, wie sehr du gewinnen willst. Okay, ich zeig dir, wie sehr ich gewinnen will. Boah, und du tust ist so alles. Nein, das kommt tatsächlich nicht mehr. Oh, auf zu labern. Du bist hier, weil du eine Entscheidung zwischen uns beiden führen willst. Aber Reshiram reagiert nicht. Kann es sein, dass es dich noch nicht als Helden akzeptiert? Was für eine Habe. Wir haben eine Enttäuschung. Ja, egal. Ich bin ganz klein und nicht gefallen an dir gefunden. In unseren Kämpfen hatte ich bei dir immer das Gefühl, dass ein Trainer sei, der seine Pokémon mit Respekt behandelt. Bis auf das eins und das beiden von vier drauf. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Es war nur ein Ammenmärchen, dass die zwei gegeneinander kämpfen und Trainer gut verstehen können. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst mich jetzt herausfordern, beseelt von deiner eigentlichen Wirklichkeit und dabei glorreich untergehen. Oder du kannst diesen Ort jetzt verlassen und dich an einer neuen Welt erfreuen, in der die Pokémon befreit vom Joch der Menschen Frieden leben. Es wäre so schön, wenn man wirklich diese Wahl hätte und dann rausgehen könnte. Ja, dann und dann sieht man nur Game Over. Komm zu mir, Sekrom. Nice Cutscene. Graphics! Cutscene! Wow. Ich habe aber gelesen, dass man vorher schon den Drachen holen kann. Also ich erinnere mich noch, ich habe die Top 4 gemacht, aber ich bin da nicht hingegangen. Hm. Also das ganze Schloss ist für mich im Prinzip unbekannt. Du musst hier hingehen. Ihr habt es gespeichert, ausgemacht und nie wieder angefasst, das wollte ich sagen. Dachte, du bist in den schwarzen Stock gegangen. Dachte ich auch, aber ich kann mich daran nicht erinnern. Nee, stimmt. Das war Schwarz-Weiß 2, wo ich weiter war. Ja, gut. Ich frage mich nur gerade, warum? In einem Beutel bewegt sich etwas. Ist das etwa der Lichtstein? In meiner Hose bewegt sich etwas. Ist es etwa der Lichtstein? Ja, natürlich. Dein Lichtstein. Ja, ist ganz schön groß. Ja, und Reshiram ist... Geräusche, die Lichtsteine machen. Die Politur vom Direktor. Der Lichtstein verwandelt die Aura um sich herum in ein mächtiges Energiefeld und... Da. Er lässt die Energie entweichen. Ist das etwa Reshiram selbst? Ich bin so aufgeregt. Was passiert da nur? Oh! Ich stell mal vor, es war der Lichtstein. Der Direktor hat es die ganze Zeit poliert. Ja, Pokémon mögen es ja, gestreichelt zu werden. Mit bestimmten Kulturflüssigkeiten, die wir damals besprochen haben. Ich muss halt mal dringend aufs Klo, ey. Wer weiß, wie lange das schon ein Stein war, ja? Gott sei Dank hast du das nicht gesehen. Doch, ich habe die Spitze gesehen. Oh, und guck mal, sie wird jetzt passend verdeckt. Und auf und ab und auf und ab. Zekra und Reshiram. Guck mal, N steht halt, naja gut, das vertiefen wir. Sie waren ursprünglich eins. Ein einzelnes Pokémon, die zwei Seiten der Medaille. Beide treten nur dann auf den Plan, wenn sie einen Menschen, einen wahren Helden sehen. Ganz genau verstehe ich es, das genau trifft auf dich zu. Ich werde dir jetzt verraten, was dieses Pokémon zu dir spricht. Ich möchte mit dir kämpfen, gewinne meine Freundschaft. Das ist eine weitere Reise hinter dir, denn es möchte dich vergewissern, du tatsächlich so nach einer eigenen Wirklichkeit strebst, wie es scheint. Und ich würde außerdem zu gerne wissen, wie stark du wirklich bist. Jetzt finden wir heraus, ob ich die Legendaries auch gerandomized habe oder nicht. Ich habe Gott sei Dank den Meisterball noch. Also schnapp dir Reshiram, soll sich dir anschließen. Ich weiß nicht, ob ich es gerandomized habe oder nicht mehr. Ich weiß es nicht. Die ganze Zeit frage ich es mich schon. Habe ich den Meisterball noch? Weil dann werfe ich den einfach drauf. Aber ich glaube, ja. Ja, Gott sei Dank. Gut. Laufen wir nicht Gefahr, dass Reshiram irgendwas von unserem platt macht. Ist dann die Frage, nehmen wir das mit rein oder nicht? Ich hab die Dinger auch gerandomized. Ja, das finde ich auch. Ich werde jetzt nicht gegen das Vieh kämpfen. Das macht uns platt. Wir haben einen Traumball. Ich mag die Musik. Ich mag Demeteros nicht. Das sieht aus, als wäre sein Kopf ein Hammer. Das ist wahrscheinlich auch abgezielt. Langweilig.
und hässlich. Wow, klasse! Reshiram wurde gefangen. Für Reshiram wurde ein Eintrag im Pokédex eingelegt. Dann Orten, wo es sich blicken lässt, mit reicher Ernte zu rechnen ist, nennt man es auch den Herrn des Ackerbaus. Okay. Von mir aus können wir es gerne reintun. Ich weiß nicht, nee. Für Fram? Ja, ja, los, komm mit einem Namen. Komm mit dem Dezel. Namen. Der Dezel, die Brezel. Es ist auch Flug, deswegen. Ja. Klick, klick, klick. Fran. Ja, Fran ist tot. Im Prinzip haben wir sie gerade einfach nur in der Ecke darunter gestoßen. Mal sehen. Es wäre nicht gerade ehrenhaft, einen Kampf gegen deine angeschlagenen Pokémon zu gewinnen. Also konnte man die Trainer hier doch herausfordern. Ja. Ich sehe die Zukunft, ich sehe sie ganz deutlich vor Augen, Mann. Wir müssen hier gerade mal, warte mal, das schneide ich jetzt nicht zurecht, aber ich muss den Metros wenigstens jetzt noch einfügen. So, Ted, ja, der ist es drinne und wir sehen, er sieht die Zukunft ganz deutlich vor Augen. Ja, ich werde ganz bestimmt gewinnen. Wer weiß, was der Metros alles auf Level 50 kann. Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber es ist ein sehr gutes Pokémon. N. Artisan N. Ist immer noch als Team Plasma betitelt, obwohl er der Champ ist. Pokémon. Ampharos. Also hat er wahrscheinlich ein Elektro-Team. Ach was. Ampharos kann, glaube ich, Feuer schlagen. Aber wir können halt gerade. Achso. Verwirr mich nicht. Boah. Was? Boden. Das war gesteinerter Boden. Das gegen den Effektiv. Stein ist doch auch mal effektiv gewesen. Ja. In welcher Welt? Hast du nie die Folge gesehen, wo Ash gegen Rocko kämpft? Dann. Was hat es gerade angesetzt? Weiß nicht, ich habe dich böse angeschaut währenddessen. Ich konnte mich nicht drauf konzentrieren. Was zur Hölle ist hier eigentlich los? Warum setzt du so voraus nur ein Watteschild ein? Verteidigung, schrecklich. Das hast du. Gut, dann sollte ich weiter bei Spukball bleiben. Komm, verbrauch deine ganzen Heiltränke an Ampharos. Oh, ich zerfte sie. Nee, das muss ich so viel ausmachen. Ja! Ist immer gut, wenn er es ans Erste verbraucht. Ich frage mich, wie viel Basic-Pokémon N haben wird. Ich hoffe ganz viel. Ich hoffe 5. Was? Tja, das könnte... Hä? Wie hat das so viel Schaden gemacht? Tja, wow! Lantern. Wasser, Elektro. Ja, kann man wunderbar Zauberblatt einsetzen. Und krieg Kronos sogar noch ein Level. Ab! Piu, 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 piu. Ja? Doppelt effektiv, scheiße! Schnellblatt machen. Trotz Vierfachschaden hat's gerade mal die Hälfte der Leben abgezogen. Ja. Alte Schwede. Bam! 50. Nice. Wow, das ist nice. Zebritz. Zebritz kann Feuer. Ja. Damit Erdbeben. Dann Erdbeben. Jetzt weiß ich aber auch, warum man Lantern eingesetzt hat. Wegen Ampelleucht. Oh, Manson. Marilyn Manson. Ja, mach ruhig, mach ruhig. Knackarsch, Zebritz. Das nicht mehr in unserem Team ist. Stimmt, es ist nur zu Ende übergelaufen. Ja. Als ich dachte, boah, die quälen mich so. Die interessieren sich überhaupt nicht für meine Person. Die interessieren sich nur für meinen Knackarsch. Ich muss immer. Man sieht sich immer zweimal im Leben, ne, Zebritz. Bäm, Level 49. Komm schon. Boah, ich dachte schon mal 2 Punkte auf Initiative, aber. Gut, Erdbeben, also weg. Mir aus. Scheiße. Verteidigung lassen. Steckt stark auf. Krass.
Aber es trägt Pudersand, also es muss trotzdem einiges machen. Ja, aber egal was es einsetzt, wenn es jetzt eine Elektro-Attacke eingesetzt hätte, es wäre nicht effektiv, auf, es wäre wieder keine Wirkung gehabt. Ja, genau so. Ach Quatsch, was mache ich denn dann weiter? So what? Oh. Damit wir mehr AP auf Erdbeben haben für zwei Pokémon, die noch kommen. Antikkraft. Ah ne, Flug ist es ja auch noch. Ja, gerade dann wäre es gut. Ach, das stimmt ja. Hier, ich meinte mit dem Pflanze. Das kann auch Antikraft. Ah, gut, wunderbar. Womit hatte Lauro eigentlich insgesamt da Schwierigkeiten? Wenn wir gegen Lauro kämpfen würden, hätte der Level 70 Pokémon. Wie kann ich das nur gewinnen? Das ist immer Zugabe. Ja, Emolga essen. In der Tat. In der Tat. Es ist Flug. Weißt du, das setzt das Gehirn so ganz kurz auf. So, ja, lass uns doch Yosuke einsetzen. Das sind immer die tollsten. Wie, ja, lass uns Celebi einsetzen wegen Antikraft. Nein, warte. Kehrtwende. Nein. Ja. Nein, weil das Pokémon dann ausgewechselt wird. Ja, egal. Und dann wird es gegen irgendwas ausgewechselt, wo er Schwäche hat. Nein, das wird. Das kannst du selbst wählen. Es ist echt extrem scheiße. Ich hätte es für Aufruhr weggemacht. Nein, Aufruhr hat 90 und ist Spezial. Und es hat 123 in Spezial und, keine Ahnung, 70 in physischen Angriff. Also, wechseln. Interessiert doch bei Yosuke gerade eh nicht. Ja, ich wollte sagen, streiten wir uns jetzt über Yosuke. Boom, the tank is with the door. Mein letztes Pokémon genügt, mein Freund. Nein, das sterben. Und die Drachen stehen. Oh nein, Rotenschlag! Oh! Seine einzig wahre Schwäche. Wenn jemand mit einer Route schlägt. Oh ja, Girahim. So, tschüss, N. Du meinst, warum er von Girahim den Namen übernommen hat? Das ist einer meiner Lieblingsbösewichte im Zelda-Universum. Der Traum meiner Pokémon liegt in Scherben. Ja, den ersten Satz hast du nicht vorlesen. Wenn du so schnell wegmachst! Ich hab gar nicht geklickt gehabt. Ich hab nur drauf gezeigt,